Im ersten Text habe ich es anklingen lassen, dass ich sehr um das Wohlergehen meines Neffen besorgt bin. Und das werde ich im zweiten Text fortführen. Er heißt Der Spieleabend. Mau, rief ich zum ersten Mal an diesem Abend, stolz, endlich die Regeln dieses komplexen Kartenspiels begriffen zu haben. Mein 6-jähriger Neffe guckte mich irritiert an. Auch meine Mutter schien verwirrt. Wir haben vor einer Stunde aufgehört, Mau zu spielen. Seitdem spielen wir Monopoly. Und da ruft man nicht Mau, wenn man nur noch einen Geldschein hat. Gleich zu Beginn hatte ich eine 1 gewürfelt und mit der Errichtung eines sozialen Wohnungsbaus in der Badstraße mein städtebauliches Highlight sehr früh im Spiel gesetzt. Auf der anderen Seite hatte mein Neffe relativ skrupellos alles aufgekauft, was ihm unter den Zylinderhut seiner Spielfigur kam. Nicht nur der Prachtboulevard um Parkstraße und Schlossallee waren nach wenigen Minuten Spielzeit in seinen Besitz übergegangen, sondern auch Elektrizitäts- und Wasserwerk hatte er umgehend privatisiert, um daraus Kapital zu schlagen. Meine Mutter hingegen begnügte sich damit, mit dem 1930er Roadster-Auto Runde um Runde auf dem Feld zu drehen, um sich in Ruhe die Sehenswürdigkeiten des Spielbretts anzuschauen. Wenn sie auf der Schlossallee zum Stehen kam, freute sie sich, ihren Enkel besuchen zu können, der natürlich keine Miete von seiner Großmutter verlangte. Aber als gute Oma hat sie ihm trotzdem immer ein paar Scheine zugesteckt. Anders entschied er sich, wenn sein Onkel Pete auf die Schlossallee mit ihren 4 Häusern einbog. 1.700 € Miete musste ich zahlen. Ich versuchte zu verhandeln und Mietminderung geltend zu machen, was beim Vermieter auf taube Ohren stieß. Auch das Argument, dass direkt ums Eck in der Badstraße ein sozialer Wohnungsbau die Wohnqualität in seinen Immobilien senken würde, hat meinen Neffen nicht überzeugt. Das sind doch deine Wohnungen, stellte er fest. Ja, deswegen weiß ich ja, was da für Leute wohnen. Kriminelle, Studenten und andere Störenfriede, da hast du nur Ärger mit. Und das ist gerade mal 2 Spielfelder entfernt. Das Problem hat sich aber recht schnell von selbst gelöst. Mein Neffe nutzte meine zunehmende Geldknappheit aus, kaufte mir die Badstraße bei nächster Gelegenheit ab und wandelte die Wohnungen in ein Luxushotel um. Es war schon deprimierend, derart krachend gegen jemanden zu verlieren, der sich erst seit 2 Wochen selbst die Schuhe zubinden konnte. Und das auch nur, wenn er dabei Hasenohr, Hasenohr, einmal rum und dann durchs Tor vor sich her murmelte. Aber seinen Onkel in die Insolvenz treiben, das konnte der Racker hervorragend. Das scheint man heute in den ersten Wochen Schulzeit zu lernen. Während wir noch in der Fibel Buchstaben ausgemalt haben, erstellen die Kinder heute Businesspläne, um in der 3. Klasse ihr erstes Start-up-Unternehmen gründen zu können. Man kann ja nicht früh genug seine erste App auf den Markt bringen. Pausenhof-Tinder, die App, die Schüler und Käsestulle zusammenbringt. Onkel Pete, erzählst du mir gleich noch eine gute Nachtgeschichte? Fragte mich mein Neffe, nachdem wir das Spiel weggepackt hatten. Ja, kann ich schon machen. Aber nicht wieder die vom Kettensägenmörder. Irgendwie mag er die von mir geschriebenen Kindergeschichten nicht. Dabei hatte ich das Ende extra offen gehalten. Der Kettensägenmörder war in der nebligen Nacht untergetaucht und bereit, jederzeit zurückzukehren. Aber Neugierde, ob der große Mann mit der langen Narbe unter der leeren Augenhöhle seine Opfer im zweiten Teil noch grausamer zerstückelt und erneut entkommen kann? Bei meinem Neffen Fehlanzeige. Er wollte sich lieber 3 Stichwörter ausdenken, aus denen ich ihm eine Geschichte basteln sollte. Und er entschied sich für Goldi, den Goldfisch, den Weltraum und Herrn Schmidt, den netten Nachbarn, der immer so freundlich grüßt, wenn mein Neffe von der Schule nach Hause kommt. Nachdem er sich zugedeckt hatte, fing ich an, die Geschichte zu erzählen. Herr Schmidt wohnte nicht immer mit seinem Goldfisch Goldi in dieser Gegend, er wohnte auch nicht im Weltraum. Herr Schmidt wohnte früher in der Badstraße. Doch dann kaufte ein Immobilienhai dort alles auf und machte daraus ein Hotel. Das hat Herrn Schmidt sehr wütend gemacht. Also nahm er seine Kettensäge und fing an, Menschen zu töten. Heute versteckt er sich häufig unter Kinderbetten. Gute Nacht!